Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Let's Fun Heyday. Ich bin noch auf dem Japan-Tag und deswegen auch vom Handy. Und ich muss erstmal einem gratulieren, und zwar Dominik. Ich habe es heute Morgen in der WhatsApp-Gruppe gelesen. Er hat gestern beim LKW-Event 516 LKWs abgeschickt. Das sind ungefähr 2,8 pro Minute. Ich habe es auch ausgerechnet. Richtig special. Ja, also sehr gut, Dominik. Dazu Gratulation von mir. Er hat geschrieben, ungefähr um die 700.000 Erfahrungspunkte. Mega krass und ja, mega geil. Beim nächsten LKW-Event wird es auf jeden Fall einen Livestream geben. Ich wollte eigentlich dieses Mal schon einen Livestream machen und dann ist mir eingefallen, oh scheiße, Japan-Tag. Ja, sehr unglücklich, aber beim nächsten Mal wird es richtig abgehen. Wird wahrscheinlich auch der nächste 24-Stunden-Stream werden, wenn das LKW-Event kommt. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich sein. Aber wollen wir mal gucken und abwarten, wann es das nächste Mal kommt. Jetzt erstmal hier das Derby zu Ende machen. Ich habe nicht mehr viel Zeit und muss das Derby noch beenden. Deswegen werden wir jetzt gleich ein paar Diamanten einsetzen, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ja, gleich fahre ich zurück. Ich muss noch auf den Zug warten. Ich hoffe mal, dass mein Datenvolumen noch reicht, um das Video hochzuladen. Ansonsten wäre es schlecht. Ich habe Rest des Monats eigentlich sowieso immer WLAN, von daher kann ich es ruhig aufbrauchen zum Hochladen. Ja, könnte sein, dass es ein bisschen pixelig sein wird, weil ich konnte es jetzt nicht komplett bearbeiten, das Video. Aber ich hoffe, es ist nicht schlimm. Das ist halt allgemein bei meiner Farm so, weil wenn ich jetzt, so wie jetzt, lange auf einem Punkt bleibe, dann sieht es besser aus, aber wenn ich mich ein bisschen bewege, dann direkt, oh, das muss ich alles laden, kommt das Handy bzw. Aufnahmeprogramm nicht mehr mit, weil das einfach so viel ist. Und meine Scheune ist voll. Der Klassiker. Verkauf wieder mal, komm, wir verkaufen mal Brombeerkacke, Popcorn, Grilli-Tomatis. Ich kann eigentlich auch Tofu-Dogs und sowas kaufen und shit. Ja, falls ihr mir eine Anfrage geschickt habt, ihr seht unten rechts so eine kleine 36, dann schreibt mir einfach unter das Video euren Ingame-Heyday-Namen, dann werde ich euch annehmen. Und dass ihr natürlich eben eine Anfrage geschickt habt, aber sonst, wenn ihr einfach nur einen Ingame-Namen schreibt, dann weiß ich natürlich auch nicht, was ihr von mir wollt. Aber wenn ihr dann schreibt, ich habe eine Anfrage geschickt, dann alles klar. Dann nehme ich euch an. Aber diese Woche kam echt nur Derby-Rückblick. Ich weiß nicht, ich hatte so viel mit meinem Projekt zu tun. Ich kam gar nicht dazu, aber es wird sich auf jeden Fall bessern. In 3 Wochen bin ich fertig mit der Ausbildung. Dann habe ich mehr Zeit. Ich glaube, er hat eben schon 22 geschrieben. Mal gucken, ob wir es haben. Ob ich es hab. Oh, das auch. Ich muss ja eine Doku schreiben und wegen YouTube. Ich sage ja voll auf wir und dann habe ich auch in der Doku voll auf wir reingeschrieben. Aber ist ja gar nicht wir. Ich hab's ja geschrieben. Also ich hab's ja gemacht. Ich hab's ja auch gemacht, aber ich habe einfach immer geschrieben wir. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach bei mir drin. Ich habe keine Ahnung warum. Konnte ich erstmal alles umschreiben beim ersten Mal. Das war mega. Mega, mega geil. Ich habe keine Sahne. Keine Sahne. So ein Shit. Müsst ihr ja nicht haben, 22 Dinger. Ja, Honigdinger. Ich muss erstmal ein paar Aufgaben löschen. Ich brauche unbedingt noch. Ich muss ein paar Aufgaben. Ist mir jetzt egal. Die anderen sind, glaube ich, alle fertig, oder? Oh, Branko noch nicht. Ja, ich hasse das Derby. Ich habe so wenig Punkte. Ah, so ein Shit-Derby. Karottentorte lasse ich mal drin. Das mache ich weg. Wer macht schon Toffee? Keiner. Keiner. Null. Nullus. So, was waren 22? Ich bin gleich immer überlegen, ein Schiff zu machen, aber ich habe so scheiß Schiff. Ich habe gerade schon eins weggeschickt und das nächste Schiff ist auch nicht viel besser.
vor der Aufnahme. Das ist ein kleiner Teufelskreis. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ein bisschen kritisch. Wahrscheinlich hat er aber lange gebraucht, um die Nachricht zu schreiben. Oha. Schon 10 Jahre her. Wir haben das schon längst durchgeführt und Tanja schreibt dann: Ich hab noch nichts. Ja. Ein bisschen später, aber. Naja. Eins zu wenig? Hab ich verzählt? What? War das ein anderer hier belebt? Ach, ist auch egal. Richter hat noch eins. Dann kriegt er halt noch eins. Falls ihr mal beleben braucht, könnt ihr mir auch ruhig schreiben. Ich habe immer so viel. Weil im Moment mache ich sowieso nicht mit meiner zweiten und dritten, mit meiner zweiten und meiner Jelly-Bomb-Farm kein Derby. Was sich ja auch nach meiner Ausbildung ändern wird, dann werde ich da auch wieder Derby spielen. Das nächste Derby, was ich wahrscheinlich mit den spielen werde, ist, warte mal, 18. bis 22. habe ich das. Dann 13, also 25. Juni. Ist die erste Woche nach meiner Ausbildung. Vorausgesetzt, ich bestehe es natürlich, ne? Aber davon gehe ich ja aus. ja. Wird eine Big Big Party gefeiert. Das geht richtig ab. Direkt schon nach dem München. Ich glaube, sind ja alle verschiedene Tage dran. Dann gibt's, ich glaube, jeden Tag in diesem Ort so eine Party. Ich glaube, die werden sich richtig wundern. Meine Gruppe steht auf jeden Fall schon fest. Mit der ich auch auf jeden Fall feiern werde. Ich bin unglücklicherweise der Letzte, der dran ist. Aber dann kann ich wenigstens auspennen. Und gemütlich darüber gurken. So, Weizen, 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 Weizen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt alles mache. Ich müsste eigentlich erstmal in die Stadt gehen. Ich glaube, ich mach einfach das Schiff, oder? Eine 10. Aufgabe werde ich nicht machen, außer es kommt gleich noch irgendwas Geiles. Und ich habe immer noch diese Eier da drin. Ich hasse sie. Man findet aber auch keine. Ja. Stadt, Kino. Sofort. Sofort. Wieder einen anderen Namen. Jetzt müsste ich 10 haben. Okay, jetzt muss ich erstmal alle ins Kino schicken, oder? Jetzt für ein Event gibt es doppelt XP oder was? Warum sind die blau? Ich habe noch gar nicht geguckt. Gleich erstmal direkt nachgucken. Ich schicke einfach alle ins Kino. Ich weiß nicht, wie viel Diamanten das kostet. Ich hoffe, es kostet nicht 4. 3 wäre okay. Komm, ich schicke die mal in eine Pension. Scheiß drauf. Habe ich jetzt schon 6? Ja. Ah. Ah. Gut. Oh. Fischburger habe ich mit dem. Das habe ich sowieso nicht. Ich muss mal gucken, ob es. Da gibt es bestimmt Kinoleute. Ich muss die mal erstmal hier abfertigen. Ich hatte die eigentlich erst drin gelassen, weil vielleicht mache ich ja noch eine Stadtaufgabe, aber mache ich sowieso nicht. Ich werde jetzt hier so ganz viele Kinoleute anzuheuern. Also was auf jeden Fall nach meiner Ausbildung starten wird, werden wieder weitere Let's Fun Videos sein. Mehr Livestreams. Mehr Nintendo Games. Und auch wieder Schach. Ah, hier ist auch Kino. Ah, was wollen die denn für eine Kacke? Die wollen das Lebensmittelgeschäft übertrumpfen, glaube ich. Die sind richtig behindert. Aber jetzt sind wir ins Kino. Menschen.
Kinomenschen an den Start hier, sofort. Yo, jetzt haben die keine. Naja, 4 ist schon mal gut. Oh, 7, ja okay, ich krieg's auf jeden Fall voll. Sie hat einfach alles mit Kinomenschen geholt. Obwohl 7 reicht eigentlich, ne? Komm, ich hole jetzt nochmal. Ich hole jetzt noch 3 Pensionsviecher. Okay, 2. Hab ich 8 geholt? Ach, sorry, egal. So, dann sagt mal tschüss und so, ne? Boah, wenn ich es jetzt nicht voll kriege, ne? Dann ist aber Holland in Not. Immer die Oldie-Sprüche von meinem Opa. Die sind immer. Die habe ich mir eingeprägt. Richtig eingebrannt. Was? Da kommen ja nur Kinomenschen. Ja, das ist auch so. Nice, wie viel kostet das? 4. Scheiße. Ich möchte jetzt ungern 24 Diamanten bezahlen. Ja, wegen einem Apfel. Stimmt der mit dem Kerl nicht? Also ist alles voll, ne? Jo. Wie lange dauert es denn noch, bis neue Aufgaben da sind? Minuten, okay. Bisschen lang. Ich habe gestern echt kaum gespielt. Ich habe nichts vom LKW-Event mitbekommen. Ich glaube, ich habe einmal LKWs abgeschickt oder so. Und das waren auch nur 3 oder 2. Richtig miese Leistung. Wäre ich bestimmt Level Up geworden, aber ja. Jau, jau, was will man machen? Ich glaube auch, LKW-Event ist das Event, wo die am meisten zocken. Da gehen die Leute richtig ab. Haben wir hier eine Käsetorte, ein Törtchen fürs Gemüt. Brauche ich 4 Äpfel. Ich habe immer noch keine Eier. Ich brauche Eier. Da waren Eier, da war Milch, Erdbeeren hole ich mir zuerst. Auch nicht den Mais, die Erdbeeren. Und Eier. Oliven sind wahrscheinlich schon weg, deswegen gehen wir da mal nicht hin. Milch auch weg. Aber Eier. Haha. Hat keiner gerechnet, dass da Eier sind. Ich wollte eigentlich noch ein Bündel Eier haben. Aber die scheinen mir nichts zu geben. Die sind doch echt selten geworden, Eier, ne? Vor allem, wenn man die braucht, dann findet man die. Selten. Was halten die eigentlich von dem Wetter draußen? Das ist doch top. Oh, Ziegenmilch, das ist auch gut. Brauche ich für Lebensmittelgeschäft. Apple Roonies. Und ein paar Sojabohnen. Ich hatte eine Sojabohnenaufgabe, deswegen habe ich immer noch so viele Sojabohnen. Noch gar nicht so lange her. Ich kann euch ja mal meine Aufgaben zeigen. Eigentlich richtig schlecht. Ich habe nicht eine Aufgabe über 320 gemacht, glaube ich.
Ne. Ne, diese Aufgaben sind aber einfach Dreck. Ist auch eine 320er hier. Och, das Derby, das macht mich fertig. Ich habe auch keine Weizenmündel mehr. Meine Tiere müssen hungern. Ich krieg die aber auch so selten. Ich mach die auch so selten. Ist halt einfach ein Teufelskreis. Milch habe ich doch nicht. Die wollen doch immer den gleichen Scheiß von mir. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Erstmal Bärensmoothies. Ich habe Erdbeeren gekauft. Dann geht das. Ich glaube, ich habe auch Erze gekauft letztes Mal. Okay, habe ich nicht. Dann habe ich ja keine Erze gekauft. Aber wir haben gerade auf jeden Fall... Ich habe vor dem Video... Minensachen gekauft von Peaches. Die hat einen kleinen Ausverkauf gemacht, beziehungsweise war ihr Shop voll. Danke nochmal an Peaches an der Stelle. Oh, nein. Kein Goldbarren. Ich muss mal wieder ein Massenschiff-Video machen. Aber das geht natürlich nur, wenn ein Doppel-XP-Schiff-Event ist. Übrigens sind die neuen Events schon angekündigt. Ich sehe es gerade da oben. Ich habe noch nicht geguckt. Ich hatte Angst. Angst. Dass wieder das dreifach Ernte-Event dabei ist. Ich hoffe mal, es ist nicht dabei. Ah, ne, ist doch noch nicht. Okay, ist noch nicht. Was ist die Supercell-ID? Aha. Habe ich auch ein Video zugemacht. Oh, fuck. Bolzen. Oha, wie langsam war ich denn? Und ich krieg die. Was? Nimm mal diese Hype-Momente bei Heyday. Und man denkt... Und dann kriegt man sie vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Yo, 8 Vanilleeis. Er dreht völlig am Eimer. Halimat. Eine Kopftuchtante. Halima Farm. Eine religiöse Dame. Nicht Kopftuchtante. Eine religiöse Dame, muss ich sagen. Also eine damals eine Kollegin bei mir aus der Schule, die hatte auch mal Kopftuch, die habe ich auch mal Kopftuch-Tante genannt. Die fand das immer lustig, wenn ich das gesagt habe. Also denke ich mal nicht, dass es eine Beleidigung ist. Die fand das einfach mal lustig. Ich fand das alle gesagt. Ich konnte mir anfangs einfach nicht den Namen merken in der 5. Klasse, deswegen habe ich dann immer Kopftuch-Tante genannt. Was die einzige war, die ein Kopftuch auf hatte, deswegen war das immer einfacher für mich. Und irgendwann hatte die dann Kopftuch-Tante. Als Spitznamen. So einfach geht das. Ne, der ist so ein komisch. Ich weiß den immer noch nicht. Ich glaube, ich wusste, ich habe den nicht einmal gelernt in der Schule. Oh, so ein komischer Name. Ich weiß gar nicht, ob die Türkin oder Kurdin war, eins von beiden. Ach so, ich weiß nicht. Irgendwas mit SÜ. Sü. Sümeyhan oder irgendwie so. Oder Sümeyhan, irgendwie sowas. Und da ich das damals als 5. Klasse nicht aussprechen konnte. Kopftuch-Tante.
Ach so, die gelben Geschenke. Okay. Angeln. Angeln, 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 angeln. Auf zum Gammelbereich. Meine Scheune lebt am Limit. Sind jetzt bei mitten im Leben mit meiner Scheune. Die ist fast voll. Die war auch schon voll. Na, eben kurz das Lied. Eben kurz das Lied ändern. Kommt, Fischis, beißt an. Kommt zu Papa. Ich meine, das sind Graskarpfen. Saukarpfen. Ah, ja, Saukarpfen. Für alle, die mir auf Instagram folgen, die haben ja gesehen, dass ich auch Dings Rotfeder in echt gesehen habe. Ja, in Sea Life. Ich habe sie gefunden. Instagram-Name steht unterm Video. Video auf YouTube, weiß ich da. Der Rotfisch. Ich muss aber unbedingt mal mehr posten. Ich poste da irgendwie ein bisschen wenig. Das ist bestimmt auch wieder ein Saukarpfen. Die findet man wie Heu am Meer. Jo. Er iset. Er iset. Müsste es noch 10 Minuten sein, bis neue Aufgaben da sind? Ja, sind schon neue Aufgaben da? Voll. Ja, hier noch 11. 11. Tja, wie machen wir das? Ja, ich habe hier alles. Es fehlen einfach nur 100 Doppelbretter. Alles klar. Doppelbretter von seinem Vater. Auch ich habe vergessen, bitte zu schreiben. Einfach mal 10 Minuten später, bitte. Ach, Ultra hat einen belebt. Der Ultra. Noch ein Äpfel für 1 €. Aha. Hätte ich aber bestimmt vertan. Kriegt auch garantiert nicht von mir wieder. Never. Eben kurz auf die Uhr gucken. Wann der Bus kommt. Der Zug. Ah, ein bisschen Zeit habe ich noch. Elias. So ein geiles Lied.
Ja, 80, noch mehr. Klar. Wollen mich ausnehmen. Ich könnte mal einfach solche Schübe einfach mal immer so aktivieren. Das mache ich auch mal, glaube ich. Jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche Tom. I need Tom. Ein paar Schübe, ey. Ich mache jetzt Tom hier. Setz dich direkt ein. Stunde 15 ist der Geier wieder verfügbar. Verfügbar. Wieder sind wir eigentlich im Dorf. Jetzt können wir jetzt mal gucken. Noch 20 Stunden. Oh. Oh. So, ich wurde gerade mal wieder unterbrochen, mal wieder. Mein Kollege ist rangekommen. Er hat mir nur darauf hingewiesen, dass wir gleich fahren. Nein, weiß ich natürlich nicht. Sitzt er hier und guckt mich komisch an. Ah. Sag nix. Ich kann das Video jetzt leider auch nicht schneiden. Das ist rausgeschnitten. Naja. Milk! 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 Guck nicht so. Honig. Honig, Honig, Honig. Die habe ich auch schon geerntet. Ja, konntet ihr wenigstens mal das kurz die Musik genießen. Ich hasse das immer. Piss dich. Krieg das weg. Okay. Platz habe ich eigentlich noch im Freundebuch. Oh, ist noch Platz. Ich werde auch jetzt fast, also mehrere Sonntage ausmisst. Also wenn sonntags mal euer ihr nicht, also ich gucke meistens mal nach dem Süßigkeitenautomat. Also wenn der nicht läuft, dann
dachtet euch als gekickt aus der Freundesliste. Natürlich gucke ich auch die anderen Gebäude an, also wenn Futtermühle oder so läuft, dann weiß ich, ja, der war eben on. Einfach immer nur tagsüber gucke ich dann. Nachts wäre unfair. Ja, wann kommen die neuen Aufgaben? Ich will die Aufgaben noch. Waren 3 Minuten. Alles klar, die 3 Minuten shoppen wir noch. Shoppen, 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 shoppen. Erdbeeren. Erdbeeren. Erdbeeren ist auch immer so ein Standardkauf. Ich gebe ihm noch einen. Ich gebe ihm noch einen. Ein Lutscher für den Peter. Was hat eigentlich Greg? Der Greg-Meister. Ich muss übrigens noch 2 Leute aus der Gemeinschaft schmeißen. Fällt mir gerade ein. Mache ich später. Erstmal gucken, weißt du was? Meine Nachbarn so für mich haben. Sind ja meistens Eier drin. Hier ist ja gar nichts drin. Der Vorführeffekt. Man kennt ihn. Warum sind Kartenteile eigentlich so unbeliebt? Also ich habe die... Also als die Stadt so mit den Erweiterungen so neu war, ich weiß nicht, ob das noch einige von euch kennen, da waren die richtig begehrt, ey. Da hat die wirklich jeder gesucht. Und jetzt so, ach, brauche ich nicht. Ich erweitere eh nur mein Dorf. Okay. Das finde ich ein bisschen komisch. Hatte ich mir auch an irgendeinen Punkt gedacht, aber dann dachte ich mir... Oh, Landsachen. Landsachen. Ich habe wieder keinen Platz in der Scheune. Falls ihr mit mir tauschen würdet, wollt, ich gebe natürlich immer, was habe ich hier verkauft, weiß nicht mehr. Ach stimmt, ich habe getauscht. So wie mit ihm, mit Elias. Ich gebe Stadtsachen und Landsachen für Scheune und Erweiterung 1:1. Falls er Bock hat auf den Tausch. Ja, 22 weißen Zucker, okay. Das ist ein direkter Löschvorgang. Sekunde. Jetzt kann ich noch ein bisschen Platz machen. Die Aufgaben entscheiden jetzt darüber, wie lange das Video noch geht. Und mein Kollege gegenüber. Er entscheidet auch ein bisschen. Nennen wir ihn Kevin, auch wenn er nicht Kevin heißt. Oder Jeremiah Pascal. Oh, noch eine Stadtaufgabe. Ah. Händler, wie viel habe ich denn von denen? Eventuell könnte ich das sogar noch schaffen. 9 Dicke bedienen, gucken wir mal. Okay, davon ist keiner. Ne, habe ich gar nicht drin. Gar nicht.
Denk mal, dann werde ich einfach die. Warte mal, kostet das jetzt 4 noch oder immer noch oder nur noch 3? Muss eigentlich nur 3 kosten. Ja. Dann machen wir das. 6 Diamanten gespart, immerhin. Wenn gleich noch eine schnelle Aufgabe kommen sollte, werde ich die machen. Ich muss eigentlich richtig Punkte machen, aber. Ja, ich muss gleich einfach noch eine 10. machen. Und wenn es Schiff ist, und wenn es einfach Schiff ist, sind 320 Punkte, die uns eventuell fehlen werden auf den zweiten. Weil wir sind knapp Zweiter. Und ist auf jeden Fall wichtig. Jo, ich werde jetzt zurück zu meiner Heimat fahren. Wir sind so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.